Während sich der Herausforderer beim Training mit dem Stock von einem alten Mann unterweisen lässt, erklärt Babu weiter. Donga-Kämpfe machen wir nur nach der Regenzeit, wenn sich alle satt essen können und kräftig sind. Gibt es zu anderer Zeit Krach, dann warten wir mit der Klärung, bis Donga-Zeit ist im Juli und August. Aber kein Essen, kein Donga. Das Signal zum Aufbruch zum Kampfplatz. Beim Donga kämpfen nicht nur die unmittelbaren Kontrahenten, es ist vielmehr ein Turnier zwischen den Dörfern. Die heiratsfähigen Männer brennen darauf, sich im Stockkampf zu messen. Direkt neben der wenig befahrenen Piste liegt der traditionelle Kampfplatz. Während die Kämpfer aus Bagoba noch zeremoniell aufmarschieren, üben die Männer aus Baturi schon mal untereinander und versuchen dabei, Gegnern und Zuschauern zu imponieren. Donga zieht nämlich auch die Frauen an, die wissen wollen, wie gut die Burschen sind. Angesichts der 2 Meter langen Hartholzstöcke erscheint mir der Schutz aus Pflanzenstängeln mit bunter Baumwollumwicklung recht dürftig, von der nackten Haut ganz zu schweigen. Die Zuschauer müssen aufpassen, nicht in die Reichweite der Stöcke zu kommen, wenn ein Kämpfer über den Platz getrieben wird. Wie beim Boxen geht es darum, den Gegner durch Treffer zu Boden zu bringen. Ein verlorener Kopfschutz ist kein Grund, den Kampf zu unterbrechen. Aber es gibt Regeln. Gezielter Totschlag ist verboten. Wenn der Schiedsrichter seinen Stock ausstreckt, weil er meint, dass jemand zu einseitig verprügelt wird, ist der Kampf zu Ende. Zur Stimmung trägt auch das Bier bei. Die Frauen haben es mitgebracht und machen ein kleines Geschäft daraus. Gekämpft wird im K.O.-System. Dieser Recke ist zwar noch im Rennen, doch die hellen Stellen auf der Haut zeigen, dass er jede Menge schmerzhafte Treffer kassiert hat. Wenn die Alten meinen, dass einer der Kämpfer genug abbekommen hat, nehmen sie ihn vom Platz, um die Verletzungen zu versorgen. Prellungen und Platzwunden tragen alle davon. Während bei einigen klar ist, dass sie verloren haben, wollen andere das nicht einsehen. Und auch die Verlierer tänzeln bald wieder, als sei nichts gewesen. Volltreffer auf den Kopf. Trotzdem geht es weiter. Diese beiden ohne Kopfschutz zeigen echte Nehmerqualität. Die Technik besteht darin, den Angriff des Gegners vorauszusehen und mit dem Stock zu parieren, um dann zu kontern. Mit dem rituellen Siegertanz versucht der Gewinner zusätzlich zu imponieren, vor allem den jungen Damen. Babu, selbst ein angesehener Donga-Held mit vielen Siegen, erzählt, ein erfolgreicher Kämpfer wird hochgeachtet. Freundinnen fliegen ihm zu und machen ihm Geschenke. Aber heiraten, das ist eine andere Sache. Das geht nur, wenn der Mann den Brautpreis aufbringt. 35 Rinder und eine Kalaschnikow mit Patronen. Ja, und dann werden diese Mädchen einen Dippenteller tragen, denke ich.
Inzwischen bereitet sich der herausgeforderte Sirba Ululi auf seinen Kampf mit Bargui vor. Nach den heftigen Zweikämpfen der eigentlich Unbeteiligten glaube ich, dass sein Vergehen nur ein willkommener Anlass war, zum rituellen Kampf aufzurufen, bei dem sich alle Männer vor den heiratsfähigen jungen Frauen beweisen wollen. Sirba Ululi wirkt auf mich angespannt. Auch eine Möglichkeit, sich zu schmücken. Ausgleich für die fehlende Körperbemalung. Wie viel Adrenalin mag jetzt wohl schon ausgeschüttet sein? Während der athletische Sirba Ululi seinen Stock ausprobiert, wird der etwas schmächtiger wirkende Herausforderer von seinem Gefährten auf den Kampfplatz geleitet. Jetzt wird's ernst für den weißbemalten Bargui aus Bargoba und den rotgepuderten Sirba Ululi aus Barturi. Und alle Zuschauer sind gespannt. Da keiner der beiden zu Boden gegangen ist und sie tapfer gekämpft haben, einigen sich die Ältesten beider Dörfer darauf, die Kämpfe insgesamt für unentschieden zu erklären, zumal es diesmal keine Knochenbrüche gegeben hat. So können sich alle als Sieger fühlen und feiern. Alle haben gezeigt, dass sie gute Kämpfer sind. Wenn die Suri jedoch Auseinandersetzungen mit den benachbarten Bume haben, dann sprechen die Kalaschnikows, die beide Völker leicht aus Somalia und Sudan bekommen und auch bei ihren Raubzügen hemmungslos einsetzen, wenn sie sich wechselseitig die Rinder stehlen. Und die Regierung ist machtlos. Dagegen ist der harte, aber sportliche Stockkampf geradezu harmlos, jedenfalls nichts wesentlich anderes als ein Boxkampf. Zum Donga-Zeremoniell gehört, dass der Sieger im Triumphzug zu den jungen Frauen getragen wird, und zwar zu denen der Gegenseite. Seht mal, unsere Kämpfer haben eure geschlagen. Das sind Schlappschwänze. Und Babu erzählt, was passiert, wenn es eindeutige Verlierer gibt. Dann kriegen die Männer was zu hören von den Frauen im eigenen Dorf. Wir mussten uns beleidigen lassen wegen euch. Was seid ihr für Männer? Wir machen nie wieder was zu essen für euch und ihr kriegt auch nichts mehr zu trinken. Heute können die jungen Damen die Angriffe mit Humor nehmen und zurückweisen, da es ja unentschieden ausgegangen ist. Entscheidend ist, dass durch Donga der Streit bereinigt ist. Es herrscht wieder Frieden zwischen unseren Dörfern, sagt Babu, der erfolgreiche Donga-Kämpfer der Suri aus dem Süden von Äthiopien. Wir können wieder gemeinsam ein Bier trinken.